777 hat Maria Theresia die Diözese Sombathe gegründet, deren Gebiet je einen Teil der Komitaten Wasch und Sala umfasst. Zu ihren Naturschönheiten gehören das Kösseger Gebirge, der Fluss Raab und die Hügellandschaft in Sala. Die Diözese Sombathe wird auch als Boden der Märtyrer und Heiligen erwähnt. St. Martin, Josef Minzenti sind hier geboren. Hier fanden der heilige Quirin und Janosch Brenner den Märtyrertod. Zwischen den Hügeln von Sala, dem Fluss Sala entlang, liegt Sala-Egerszeg. Im Laufe der jahrhundertelangen Entwicklung sind 17 Dörfer mit der Stadt verschmolzen. Die Siedlung mit einer Einwohnerzahl von 60.000 Seelen ist heute schon das Verwaltungs-, Wirtschafts- und kulturelle Zentrum der Region geworden. Die erste Pfarrkirche von Sala-Egerszeg, ihre Namensgeberin war auch schon damals Maria Magdalena, dürfte in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut werden. Das kleine romanische Gebäude wurde später im gotischen Stil umgebaut. Unter Einfluss der Gegenreformation begannen die Bewohner von Egerszeg im 18. Jahrhundert mit dem Bau einer neuen Kirche. Der Grundstein des Baus wurde 1747 gelegt. Die Weihe der Kirche erfolgte im Jahre 1803. Der Grundriss der Kirche folgt dem populären Typus der Kirche Il Gesù, der Jesuitenkirche in Rom. Im Inneren der Kirche zeigen die Fresken Szenen aus dem Leben der Schutzpatronin. Eine wunderschöne Darstellung der unbefleckten Empfängnis hebt sich von den Gemälden der Seitenaltäre ab. Ein betontes Element der Kirche ist der Altar der sogenannten Goldenen Maria.